Unser A-Team und die Mannschaft des SV Lichtenberg 45. Mission Regionalliga-Aufstieg geht weiter und das im weit entfernten Rostock. Lichtenberg 47 trifft auf die zweite Mannschaft von Hansa Rostock. Vor ca. 100 Zuschauern stoßen die Gäste an. In Blau von rechts nach links. Und die gute Ostseeluft, die ist erstmal beflügelnd für die Gäste aus Berlin, die sich zu Anfang des Spiels gut durchkombinieren können. Fiegen im Zusammenspiel mit Haubitz. Der hat dann das gute Auge für Garve und der schließt einfach mal ab und kullert fast hinter die Linie von Jörg Hähnel, dem Torwart von Hansa Rostock 2. Wir befinden uns in Spielminute 16. Rostock jetzt mal mit einem Eckball durch Gut. Und der kommt auch gut. Aber der Schiedsrichter pfeift abseits, bevor der Kopfball von Max Reinthaler dann also das Tor betritt. Abseits pfiff die richtige Entscheidung und somit blieb es beim Unentschieden bis zur 19. Minute. Freistoß. Garve und Haubitz schraubt sich hoch. Schöne Variante, die wir diese Saison auch schon öfter sehen konnten. Also die Automatismen stimmen auch in der Rückrunde bei den Lichtenbergern, die jetzt wieder den Schwung nach vorne nehmen. Einsiedel über die linke Seite. Schöne Flanke und Brechler diesmal. Tommy Brechler, er hätte gerne sein 9. Saisontor erzielt. Weiter geht's wieder mit Hansa über die linke Seite. Und dann sehen wir es nicht mehr, aber Julian Hahnel schiebt den Ball über die Linie. 1:0 für Hansa in der 26. Minute. Ärgerlich für Lichtenberg, weil sie das Chancenplus hatten, aber die Effektivität, die ist auf Seiten der Gastgeber. Und die Mannschaft von Axel Riedentiet, damit im Aufschwung, konnte sich auf einmal gut nach vorne kombinieren. 31. Minute. Auch die Flanke ist gut und diesmal ist es Henry Haufe, der den Ball unhaltbar für Niklas Wollert ins Tor schießt. Rostock führt mit 2:0. Das ist ein Polster für die zweiten 45 Minuten und Lichtenberg jetzt unter Zugzwang. Das war die 29. Spielminute und das 2:0. Denn wie wir wissen, Tennis Borussia Berlin nur mit 3 Punkten Rückstand auf Lichtenberg. Eine Niederlage wäre heftig für die Tabellensituation. Und so versucht es Lichtenberg mit Philipp Grüneberg. Guter Distanzschuss, Jörg Hähnel aufmerksam. 49. Minute. Da muss doch noch etwas gehen bei Lichtenberg. Reiniger sucht die Spieleröffnung. Findet Fiegen und der jetzt mit dem genialen Zusammenspiel. Garve wieder auf Grüneberg. Philipp Grüneberg kann sich durchsetzen. Anschlusstreffer für Lichtenberg. Super kombiniert. Da kommt ihre Klasse das erste Mal heute richtig zur Geltung. Und Philipp Grüneberg macht das eiskalt. Aber Hansa sucht die Antwort. Schöne Kombination. Dann der Ball in die Mitte und Johann Berger versucht es mal. Sehr starke Parade von Niklas Wollert, der weiterhin der Leidtragende dieser Partie ist. Bei den Gegentoren konnte er einfach nichts machen. Nochmal, 93. Spielminute. Lichtenberg vielleicht mit der Chance, aber der Schuss von Garve gut abgewehrt durch Jörg Hähnel, der eine souveräne Leistung im Kasten ablegt. Und so ist es nach 95 Minuten geschehen. Der Tabellenführer zum ersten Mal geschlagen und muss unbedingt im nächsten Pflichtspiel gewinnen.